Moin drü, Leute drü. Ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video und Thema dieses Video wird sein, ist Summon oder nicht. Solltet ihr Sum als Free-to-Play bei diesem neuen Top Legendary Sum oder eher doch nicht und warten auf die zukünftigen Banner, die noch kommen werden. Das schauen wir uns jetzt alles im Detail an. Wir gehen Stück für Stück durch. Dafür habe ich euch natürlich das heilige Dreieck mitgebracht. Ja, nein, Banner und dann Gaido. Also wie ich quasi vorgehen würde bei der Frage, sollte ich Sum oder nicht Sum. Gut, fangen wir jetzt am besten mal an. Vorab sage ich natürlich, alle Banner, die hier drin erwähnt werden, werde ich nicht im Detail durchgehen. Also ich werde nicht alle anschauen. Dafür habe ich ein separates das Video gemacht. Da einmal oben in der Infobox könnt ihr natürlich draufklicken. Dann seht ihr, welche Banner noch auf Global alles kommen werden in Zukunft nach der Worldwide Celebration. Also da alles easy. Schaut euch das an und dann könnt ihr eventuell nochmal hier reinschalten und euch fragen, ob ihr jetzt wirklich Sum solltet oder nicht. Oder ihr bleibt einfach dabei und ich sage euch quasi im Kurzüberblick, was ihr tun solltet oder was nicht. Schlussendlich ist es euch überlassen. Und bevor wir jetzt richtig anfangen mit dem Banner und Co., springen wir als erstes mal rein in den Guide und schauen uns da ein bisschen was an. Wie würde ich als Free-to-Play-Spieler vorangehen? Wie würde ich meine Überlegungen machen, ob ich in den Banner Sum sollte oder nicht? Na, zuerst fragt ihr euch, ist es eure Lieblingsunit oder nicht? Wenn ihr natürlich einen, ja, einen Fiebel habt, oder wie auch immer man das sagt, also einen Crush auf die Unit, dann Summt für die Unit. Ganz ehrlich, Dokkan ist ein Collector-Game, ist ein PvN-Game. Wenn ihr Bock habt auf den Invigeta oder auf den Krillin und Gohan, dann geht da rein. Also wenn ihr wirklich Fans von den Units seid, dann Summt da. Ohne Frage. Schaut halt, dass ihr ein bisschen da was rauskriegt und so weiter und so fort. Summt da ein bisschen und gut ist. Vielleicht habt ihr ja Glück. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Glück bei den Sums. Dann ist die Frage, ist es nicht eure Lieblings-Unit? Dann stelle ich mir meistens die Frage, hat diese Unit ein Value für mich? Ja, hat sie einen Value für mich, einen guten Value, wie jetzt zum Beispiel Texture Nemba für Corroded Body Mindrun im LGE GT oder sei es jetzt darum, einen AGL Paikohan, den ich für irgendeinen Challenge Run brauche, wie damals Super AGL Extreme Super Battle Road No Item Run, dann überlege ich mir, will ich da reingehen, will ich da nicht reingehen. Das ist aber natürlich noch eng verknüpft mit dem Banner selber, da gehen wir jetzt nämlich der dritte Punkt gleich hin. Aber ansonsten, Value Unit ist immer so ein wichtiger Punkt. Wie nützlich ist er in eurer Box? Braucht ihr ihn wirklich? Braucht ihr ihn nicht? Meistens kann man tatsächlich sagen, die Unit ist nicht unbedingt nötig, weil das meiste könnt ihr drumherum bauen mit Key-Units. Sei es jetzt zum Beispiel mal so ein AGL UI Goku. Das ist eine sehr, sehr valuehaftige Unit. Würde ich dafür Sum? Ja. Kommen wir jetzt natürlich zum nächsten Punkt. Wenn ihr natürlich dann Nein gewählt habt und die Unit für euch kein Value hat, kommen wir zum Value des Banners. Wie value-belastet ist der Banner? Das hängt ziemlich, würde ich sagen, nah beisammen. Ob die Unit jetzt einen guten Value hat oder der Banner einen guten Value hat, ist immer von euch abhängig, wie ihr das Ganze seht, was euch fehlt und so weiter und so fort. Jetzt, was ist Value Banner noch mit gemeint? Sind es Banner, die Tickets haben? Sind es Banner, die etwas garantiert haben? Und so weiter und so fort. Sind es Discounts? Ab dem Punkt, wenn wirklich Discounts zur Verfügung sind oder wenn ihr viele Tickets habt, wenn ihr 3 plus 1 Deal habt und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, Summt da rein. Hat es jetzt dieser momentane LR-Banner? Nein. Würde ich deshalb sagen, ab dem Punkt solltet ihr dafür Sum? Nein. Aber so viel erstmal dazu. Da gibt es natürlich noch viel mehr valuehaftige Banner, wo wir dann später auch noch mehr sehen werden. Da habe ich nämlich ein paar Gründe vorbereitet. Kommen wir dann zum letzten Punkt und ich denke, ab dem Punkt solltet ihr dann endgültig eure Entscheidung fällen. Braucht ihr Coins? Also wollt ihr Yellow Coins haben, gerade in dem Fall. Oder aber sind euch die Coins egal, wenn ihr die Coins nicht unbedingt braucht, dann sagt ihr, nein, da will ich nicht reingehen. Wollt ihr die Coins haben, dann könnt ihr eventuell ein, zwei Sums machen. Ihr kriegt die Yellow Coins nicht so häufig. Also gerade als Free-to-Play müsst ihr euch wirklich überlegen, in welche Yellow Coin Banner ihr reingehen wollt. Und muss ich natürlich dazu sagen, so ein Banner ist sehr, sehr valuehaftig in Sachen Coins. Also wenn ihr wirklich für die Coins haben wollt, dann in solche Top Legendary Sums zu Anniversary oder zu Worldwide Celebration. Die Units in diesem Banner sind sehr, sehr gut, sowohl der Vegeta und auch der Krillin. Ich würde sagen, Vegeta ist auf jeden Fall eine Top 15 Unit, maybe sogar eine Top 10 Unit meiner Meinung nach. Und der Krillin bewegt sich auch sowas im Top 15 Bereich, Top 20 Bereich rum. Sind wirklich sehr, sehr stark beide. Aber ansonsten gehen wir mal weiter. Jetzt habt ihr so einen gewissen Guideline, gerade als Free-to-Play-Spieler, wie ihr jetzt so einen Banner bewerten solltet, ob ihr reingehen wollt oder nicht. Gehen wir in den Banner selber rein, Renewal. Also, ihr seht quasi hier, der Banner sieht wie folgt aus. Wir haben 12 Featured Units, davon sind 2 Units LR. Ein LR zu sehen aus diesem Featured Pool ist quasi ein Sechstel. Wenn euch quasi egal ist, welcher LR und ihr wollt Hauptsache einen von beiden haben. Beide sind sehr, sehr gut, ohne Frage. Was haben wir noch quasi Featured? Wir haben Tech Krillin noch Featured, auch eine sehr, sehr gute Unit, wenn ihr den ziehen solltet, GG. AGL Krillin, solide, aber wirklich nicht bedeutend. Den gab es in ein paar Weekend-Sum-Tickets und sowas. Da
kann man den quasi immer bekommen. Das sind alles unfeatured Units, die in jedem Banner mit drin sind und hier quasi jetzt featured sind. Also diese nicht so überwältigend. Dann haben wir natürlich Pilzkopf Gohan, kann für den einen oder anderen Challenge Run ganz okay sein. Wir haben Nail. Nail ist gut jetzt für die Planet Namek Saga Mission, für die Super Type Mission. Da könnt ihr den zum Beispiel ganz gut benutzen. Ansonsten nicht wirklich empfehlenswert, nur für die Unit hier reinzugehen. Dann haben wir natürlich den STR Rage Goku, der ist schlecht. Dann haben wir Physisch Kaioken Goku, der ist auch schon längst outdated. Dann haben wir den Tech Kaioken Goku, der ist solide. Genauso wie der Physisch Vegeta, aber sie sind halt schon häufig in Bannern drin gewesen, quasi als Unfeatured Units. Da sollte der ein oder andere diese Unit schon gepullt haben. Dann haben wir natürlich nochmal den AGL Freezy, die AOE-Unit. Ja, auch nichts Besonderes, kann man hier und da mal benutzen, aber nicht wirklich lohnenswert. Und dann haben wir natürlich noch den SCR Freezer, der ist auch eher auf der niedrigeren Seite vom Gutsein. So viel zu den Bannern. Natürlich könnt ihr noch die LRs unfeatured in Banners ziehen. Nicht alle LRs, dazu zählen zum Beispiel nicht die Dokkan Festival LRs, also sowas wie der Goku und der Freezer, die jetzt im Part 1 rauskamen, wie Ui Goku und Evo Vegeta, die sind hier nicht unfeatured drin, aber alle anderen LRs, wie zum Beispiel Thales, Jiren, was wäre hier noch drin, der C17 Universe 7 und der Freezer C17, die sind hier auch mit dabei, also da ist tatsächlich eine große Auswahl vorhanden. Unfeatured natürlich, die Chance diese zu ziehen ist natürlich geringer. Gut, so viel erstmal dazu, zu diesem Featured Pool. Jetzt kommen wir zu der Frage, würde ich euch empfehlen dafür zusammen? Ich meine, ihr habt jetzt den Guide gesehen, wie ich dafür entscheiden würde. Ich würde euch sagen, erstmal nein. Warum nein, sehen wir gleich, aber zuerst kommen wir mal zu den Gründen, warum ihr dafür zusammen könnt. Ihr seid zum einen ein Whale und wenn ihr ein Whale seid, dann könnt ihr reingehen, wo ihr wollt. Da müsst ihr euch natürlich nichts sagen lassen oder sonst was, weiß ich. Oder es ist eure Lieblingsunit, das sind einfach Aspekte, da sammelt ihr einfach dann rein. Gründe. Warum würdet ihr hier lieber reinsammeln als in einem anderen Legendary Banner? Zum einen, um ein LR zu ziehen, wenn ihr einfach nur reingehen wollt, um LR zu ziehen, sind eure Chancen bei einem Top Legendary Banner höher als bei diesen Bannern, wie zum Beispiel Physisch Janemba oder Goku und Piccolo. Ganz eindeutig. Und sie sind natürlich auch brandneue LRs, das darf man nicht vergessen. Gohan Piccolo, meiner Meinung nach nicht so gut wie Vegeta oder wie der Krillin und Gohan. Also da würde ich auf jeden Fall eher den Vegeta und Krillin und Gohan Banner bevorzugen. Und Janemba. Janemba ist eine sehr, sehr langweilige Unit. Janemba ist eine ultra langweilige Unit. Sehr defense-technisch. Attack-technisch baut er sich erst auf in längeren Events. Hat hin und wieder Key-Struggle. Das ist einfach so eine nicht spaßige Unit zu spielen. Meiner Meinung nach. Ich habe sie schon ausprobiert. Ich finde sie nicht ganz so blendend. Ist aber eine coole Unit, eine solide Unit. Wenn ihr lieber Janemba haben wollt oder Janemba eher braucht, dann sammelt natürlich lieber für Janemba. Aber an sich, wenn ihr einfach nur LRs haben wollt, gute LRs haben wollt, dann natürlich der Banner wäre besser als andere LR-Banner. Dann haben wir natürlich noch diese beiden Easy-A-LR-Banner. Ja, die haben eine Chance von 1/6, um einen LR zu ziehen, um einen spezifischen LR zu ziehen, und zwar entweder Majin oder Gohan. Hingegen hat der Banner, den wir jetzt haben, auch eine 1/6 Chance auf ein LR, aber hier ist nicht bestimmt, dass ihr einen von beiden bekommt mit 1/6, sondern es sind quasi, um eine spezielle Unit auch zu ziehen, in dem jetzigen Banner 1/12, aber um irgendeinen LR zu ziehen, sind es 2/12, also auch 1/6. Gut, so viel aber erstmal dazu. Jetzt so gesehen, wenn ihr nur für die Coins sammeln wollt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es sammelt in diesem jetzigen Banner, weil ihr habt einfach eine höhere Chance auf ein LR. Und es sind wirklich gute LRs. Das sind die Gründe, warum ich sagen würde, okay, dafür könnt ihr gehen, samt dafür. Das sind die Banner, die in Zukunft kommen sollten, was LRs betrifft, also Yellow Coins betrifft. Ob noch was in ferner Zukunft kommt oder nicht, werden wir sehen auf JP. Denn JP wird ja auch bald wieder einen neuen LR bekommen, so Richtung Oktober, Ende Oktober. Da mal gucken und abwarten, was da passiert oder ja, sehen wir ja dann. Kommen wir dann nach den Ja-Gründen zu den Nein-Gründen. Was wären jetzt Überlegungen, warum ihr nicht hier reingehen solltet? Natürlich kommt nach der Worldwide Celebration AGL Kid Gohan. Und diesen Banner haben wir auch schon besprochen in dem Video, was ich euch am Anfang verlinkt habe. Hier wird Garlic Jr. die Side-Banner-Unit sein und es wird ein 7-Featured Dokkan Festival Banner sein. Dokkan Festival Banner sind für die meisten neueren Free-to-Play-Spieler natürlich ein sehr value-behaftetes Banner. Eindeutig. Denn ihr habt da sowas drin, wie ich gehe mal davon aus, dass Super Saiyan 4 Gogeta nicht drin sein wird, sondern ich gehe davon aus, dass Int Broly dabei sein wird. Wir haben Int Broly noch nicht zurückbekommen auf Global. Deswegen rechnet mal damit, dass Int Gogeta ausgetauscht wird gegen Broly. Aber soweit so gut, es sind sehr, sehr gute Units mit drin. Es sind richtige Kategorie-Leader mit dabei. Sowas habt ihr nicht in diesem Top Legendary Banner. Planet Namek Saga und Rapid Growth Lead. Also
130% kann man in der Pfeife rauchen. Hier hat man richtige Kategorie-Leader dabei. Auch Argelkid Gohan ist keine schlechte Unit. Ich würde aber trotzdem sagen, in Anbetracht auf das, was kommt, skippt auch Argelkid Gohan. Denn nach Argelkid Gohan kommt Tech Ella Gogeta. Und Tech Ella Gogeta hat einen 10-Featured Dokkan Festival Banner. Da sind mehrere LRs mit dabei, wie zum Beispiel Ella GG oder wie Evokai. Wir haben hier den physisch Dokkan Festival Goten und Trunks. Wir haben Argel Gotenks als Sidebanner Unit. Wir haben Tech Chanemba, wir haben Argel Paikohan, wir haben Int Gotenks auch mit drin. Also der Banner ist wirklich, wirklich gut. Ich kann euch nur empfehlen, zu Thanksgiving spart für diesen Banner. Sehr, sehr wichtig. Also Tech Ella Gogeta ist schon wirklich eine Macht. Und vor allem, er ist eine sehr, sehr gute Aushilfe für die Fusion-Kategorie oder für Otherworld Warriors. Denn Otherworld Warriors bekommt einen Legendary Vegeta-Event und da kann er für den einen oder anderen sehr, sehr nützlich sein. Gerade für neuere Spieler, Free-to-Play-Spieler. Also wenn ihr diesen Banner skippt, dann skippt ihn in Anbetracht auf Tech Ella Gogeta. Oder eine andere Unit, aber die sehen wir später noch. Ich denke erst, sie wird Anfang nächsten Jahres kommen oder Ende dieses Jahres. Irgendwie so in dem Dreh. Kommen wir aber jetzt zu Super Vegeta. Und ja, das ist dieser Banner, den ich gerade erwähnt habe. Super Vegeta wäre die andere Unit, der andere Dokkan Festival, der beste TUR. Und für Free-to-Play-Spieler, warum ist dieser Banner so value-haftig? Weil STR Super Vegeta ist ein Pure Saiyan Lead. Und ein Pure Saiyan Lead für Free-to-Play-Spieler ist einfach mega. Ganz eindeutig, Free-to-Play-Spieler, wenn ihr könnt, samt für Super Vegeta. Wenn gerade in dem Bereich nichts an anderen Hype-Bannern zur Verfügung steht, Super Vegeta oder Tech Gogeta, nimmt die beiden mit, skippt den Banner jetzt. In Broly mal gucken, wen sie da reinmachen, ob sie in Broly lassen oder nicht, weil in Broly müsste bei uns schon früher zurückkommen. Als erst, ja, quasi dann Richtung Dezember oder Neujahr. Bojack wird da auch mit dabei sein, also da wird schon wirklich gute Units drin haben. Auch Second Form Zell ist eine sehr, sehr gute Unit. Aber ansonsten war das auch noch nicht alles. Denn wir werden zwischen, denke ich, Super Vegeta und Tech Ella Gogeta, werden wir in Dragon Ball Heroes Collaboration Summon haben mit JP. Und in diesem Summon bekommt ihr immer eine Dragon Ball Hero Units. Und da sind tatsächlich gute mit dabei. Diese bekommt ihr auch nur einmal im Jahr zu ziehen. Das heißt quasi, die kommen nicht in den Unfeatured Banner Pool. Wichtig ist dabei zu wissen, das Jahr drauf, wenn es dann wieder einen Super Dragon Ball Heroes Crossover Summon gibt, dann sind diese Units nur noch Unfeatured drin. Also ganz wichtig, wenn ihr könnt, ein paar Stones auf die Seite legen. Vielleicht zieht ihr ja was Gutes. Dann kommen wir dann zum nächsten Banner und da haben wir den New Year Step Up Banner, den ich ja auch noch mit dabei habe. Der kommt quasi zu Christmas. Das ist ein Banner für die Free-to-Play-Spieler. Da werdet ihr, ja, was soll ich sagen, da müsst ihr einfach Stones bereithalten. Da werdet ihr ein LR garantiert bekommen und das ist eindeutig der beste Banner, wenn ihr auf LR-Jagd gehen wollt. In dem Sinne, spart lieber für solche Banner, gerade als Free-to-Play. Sehr, sehr wichtig, da wird auch Videl drin sein, da wird physisch Goten und Trunks drin sein, da wird in Super Saiyan Broly mit dabei sein. Der Banner wird sehr, 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 sehr gut werden, wenn ihr könnt, sparen. Dann haben wir aber noch einen Merry Christmas Banner, den wir wahrscheinlich dann Richtung Dezember kriegen sollten. Also ihr seht jetzt quasi von links nach rechts den Ablauf der Banner. Wir gehen von Kid Gohan, wir gehen zu Tech Ella Gogeta, Super Dragon Ball Hero Banner, vielleicht wahrscheinlich Super Vegeta. Kann sein, dass Super Vegeta auch erst im nächsten Jahr kommt, aber ich habe sie mal hier eingeordnet. Dann haben wir natürlich den Merry Christmas Banner, mal gucken, was sie da machen. Vielleicht auch eine Dual Celebration mit JP, also quasi Weihnachten und Neujahr zusammen mit JP. Das wäre sehr, sehr geil. Und eine Saiyan Saga, da würde ich mich persönlich drauf freuen. Und dann haben wir natürlich den New Year Step Up Banner, dem kann ich jeden Free-to-Play-Spieler empfehlen. Das sind die Gründe quasi, warum ihr nicht in diesen Banner gehen solltet. Und ich finde, das sind sehr ausschlaggebende Punkte. Spart auf Tech Ella Gogeta, spart auf STL Super Vegeta, spart eventuell auf Hero Celebration, spart auf Christmas und spart auf den Step Up. Ihr habt so viele Sachen zum Sparen. Ich muss euch einfach sagen, skippt den Banner. Meine wärmste Empfehlung. Ich weiß, es ist nur ein LR Banner. Für Dolphins oder Whales, ihr könnt da ruhig reingehen, ein, zwei Multis. Aber für Free-to-Play-Spieler, lasst die Finger davon. Auch wenn ihr gerne LRs hättet, ich kann es euch nicht raten. Das war's von mir, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag, was auch immer. Ich hoffe, euch hat das Video gut geholfen. Das war so eine kleine, ja, Zusammenfassung. Ansonsten, ihr könnt natürlich nochmal das andere Video abchecken, wenn ihr genauere Infos zu den Banner, die kommen werden, haben wollt. In dem Fall, haut da rein. Ciao, ciao. Macht's gut.